Heute spreche ich über sehr komische Pflegeprodukte, die aber tatsächlich funktionieren. Bei manchen Pflegeprodukten fragt man sich tatsächlich, funktioniert das eigentlich? Beziehungsweise bringt dieses Produkt eigentlich was? Ich meine, wir Menschen sind unterschiedlich und das bedeutet wiederum, dass natürlich auch die Wirkung von einem Pflegeprodukt unterschiedlich ausfallen kann. Aber heute spreche ich über Pflegeprodukte, die tatsächlich funktionieren, aber auch gleichzeitig sehr, sehr komisch sind. Das erste komische Pflegeprodukt ist der Bartroller. Ja Leute, Männerbärte sind seit über einem Jahrzehnt voll im Trend und daran wird sich auch nichts ändern, weil einfach so ein Männerbart echt viele Vorteile hat. Und einhergehend mit dem Wunsch nach einem vollen, dichten Bart stolpert man früher oder später auf jeden Fall über den Bartroller. Und warum ist der Bartroller komisch? Naja, ihr könnt es einfach mal selbst ausprobieren. Ich verlinke euch selbstverständlich den Bartroller als auch alle anderen komischen Pflegeprodukte, über die ich heute spreche, hier unten in der Infobox. Also falls ihr Interesse habt, einfach mal in die Infobox schauen. Auf jeden Fall ist es nun mal so, wenn man den Bartroller benutzt und mit dem Bartroller über seine Haut rollt, da entstehen halt so kleine Mikroverletzungen auf der Haut und die Haut wird natürlich auch noch besser durchblutet und ich muss sagen, das ist wirklich schon ein sehr, sehr spezielles Gefühl. Und ja Leute, das Ganze funktioniert, das sage ich nicht nur persönlich aus meiner eigenen Erfahrung, sondern das zeigen auch viele Erfahrungsberichte und Vorher-Nachher-Bilder und viele bekannte Magazine haben auch schon von dem Bartroller berichtet und auch die National Library of Medicine hat eine Studie zu der Wirkungsweise dargelegt. Also von daher, wer sich einen vollen und kräftigen Bart wachsen lassen möchte oder sein Bartwachstum anregen möchte, der sollte auf jeden Fall die Möglichkeit eines Bartrollers nicht ungenutzt lassen. Leute, wenn ihr das nächste Produkt zum ersten Mal benutzt und euch in die Nase reinsteckt, das ist schon wirklich sehr, sehr weird. Wovon spreche ich? Ja, genau, von einem Nasenhaartrimmer. Spätestens Ende 20, Anfang 30 wirst du so ein Teil benötigen und am Anfang hat man vielleicht auch sogar ein paar Bedenken. Tut das Ganze irgendwie weh oder kann man sich dabei verletzen? Eins kann ich euch sagen, Leute, die Dinger sind super safe und funktionieren wirklich ideal. Das sage nicht nur wiederum ich aus meiner eigenen Erfahrung, sondern das könnt ihr auch hören. Oh ja. Und wenn ihr euch das nächste Pflegeprodukt in den Mund reinschiebt, dann müsst ihr tatsächlich aufpassen, dass ihr das Teil nicht zu weit in den Mund reinschiebt, denn ansonsten verursacht das Gefühle, die wollt ihr nicht haben. Es fühlt sich nämlich schon strange genug an, wenn man so einen Zungenreiniger verwendet. Auf der rauen Oberfläche der Zunge können sich nämlich besonders viele Bakterien ansammeln und bei mangelnder Mundhygiene ist es halt nun mal so, dass diese Bakterien sich sehr, sehr schnell vermehren und das wiederum unangenehmen Mundgeruch auslösen kann. Und eine Zungenreinigung dient halt dazu, die Anzahl der Bakterien in deinem Mundraum zu verringern. Und manchmal hat man ja auch so grundsätzlich so ein komisches, pelziges Gefühl auf der Zunge. Wenn man das loswerden möchte, dann sollte man tatsächlich einfach mal so einen Zungenreiniger verwenden. Und Leute, by the way, schreibt mal gerne in die Kommentare rein, welches dieser komischen Pflegeprodukte, über die ich heute spreche, habt ihr schon persönlich verwendet und wie komisch war es für euch? Bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Das nächste komische Produkt sind tatsächlich Hornhautsocken. Was zur Hölle sind denn eigentlich Hornhautsocken? Ja Leute, diese Frage habe ich mir bis vor kurzem auch gestellt. Hornhautsocken sind spezielle Einmalfußüberzieher, die häufig mit einem chemischen Fruchtsäurepeeling und so hautpflegenden Wirkstoffen angereichert werden, die die Haut auf sanfte Weise entfernen, indem sie halt in die verhornte Hornschicht eindringen und die abgestorbenen Hautzellen darin lösen. Und im Vergleich zu einem Bimmstein oder zu einem Hornhauthobel sind diese Hornhautsocken einfach wesentlich angenehmer. Und auch da ist die Wirkungsweise natürlich ein bisschen unterschiedlich. Bei manchen Leuten wirken sie extrem, bei manchen Leuten nicht ganz so extrem. Und wenn ihr die Bilder von meinen Füßen seht, als ich die Hornhautsocken verwendet habe, Leute, und ich weiß nicht, ob es an der Hornhaut lag, warum das so gut geklappt hat, aber auf jeden Fall kann ich euch eins garantieren, das Ganze funktioniert und anschließend fühlen sich eure Füße an, wie aus dem Ei gepellt. Die beiden nächsten Produkte fasse ich tatsächlich in einem zusammen, weil sie dem gleichen Zweck dienen, und zwar einem, das ist Ohrenschmalz entfernen. Einmal sind so Spiraltupfer, mit denen man mit so Drehbewegungen den Ohrenschmalz aus den Ohren entfernt. Und das fühlt sich schon ein bisschen komisch an, muss man sagen. Aber was sich noch viel, viel komischer anfühlt, ist, wenn man den Ohrenschmalz mit so einem Otoskop herauszieht oder holt. Und wie funktioniert das mit diesem Otoskop? Das Otoskop hat vorne so eine ganz ultraflache Kamera dran. Und mit diesem Otoskop gehst du halt in dein Ohr rein oder in deinen Gehörgang rein. Und das Otoskop kannst du connecten mit deinem Smartphone und dann siehst du auch gleichzeitig, was da so stattfindet in deinem Ohr. Und das ist wirklich schon ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl, weil du auf der einen Seite das Otoskop im Ohr drin hast und auf der anderen Seite siehst du halt auf deinem Handy, wo der Ohrenschmalz ist oder was noch so in deinem Ohr drin ist. Und das beides zusammen, ja, ist wirklich ein ganz merkwürdiges Gefühl.
Aber Leute, was soll ich sagen? Auch das funktioniert tatsächlich. Also Leute, das waren auf jeden Fall sehr komische Pflegeprodukte. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, welche dieser komischen Pflegeprodukte ihr persönlich schon mal selber ausprobiert habt und wie komisch dieses Gefühl für euch war. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.